Yo Leute, was geht? Mein Name ist Adrian und willkommen zum neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich hatte jetzt die letzten Tage nicht so viel mit dem Main gespielt, sondern ein bisschen Handelsprojekt gemacht und viel gearbeitet. Deswegen habe ich aber dennoch zwischendurch die Pferdequest etc. gemacht und ein bisschen so kleine Teile aufgenommen. Die werden wir hier gleich reinschneiden und dann werde ich dazu ein bisschen was erzählen. Ich hatte gerade gesehen, in meinem Postfach ist auch wieder was drin. Brutale Ausbeute. Viel Glück. 4. Shop Imperium. Und 420 One-Cover. Druhe der König Melee. Sehr schön. Ich brauche Young. Vielen, vielen Dank dafür. Guck mal, ich krieg nur 399 Young. Voll die Abzocke. Nehmen wir mit. Vielen Dank. Können wir sie öffnen? Ha, wir haben keinen Platz. Hä, haben die das geändert? Eine Rose kostet noch ein Young. Die kostet einfach nur noch ein Young. Ich wollte die eigentlich so easy verkaufen. Sprachen kostet auch nichts mehr, okay. Ja, das ist jetzt blöd, ne? Ja gut, die könnte man noch fahren. Oder wisst ihr was? Wir machen das einfacher. Vielleicht nimmt sie die. Sind wir losgeworden? Können wir noch immer nicht öffnen. Uff. What the fuck? Oh mein Gott. Danke. Hat sie aufgemacht, kam da wohl raus. Hä? Voll cool. Teddybox Valentina. Hier schlummert dein Teddy Valentina zusammen mit den Schoko-Amulett. Erhält so einen zusätzlichen Z-Bonus von 20%. Ja, nice, ey. Das ist geil. Ja, vielen Dank dafür. Gut. Ich muss jetzt hier irgendwie mal Platz machen, weil wir brauchen das alles. Wir brauchen es nicht, aber wir brauchen es auch, ne? Schwierige Situation jetzt. So, warte mal. Wir haben ja immer keinen Platz. Das mit dem Flieder ist auch. Guck mal, das können wir rausschmeißen. Wer? Ich brauche doch nur. Wir haben Lager, ne? So, jetzt easy. Du benötigst 3. Achso, ich sollte mal öfters lesen. Plus 6, ey. Holla die Waldfee. Hä, seit wann kommen die denn da plus 6 raus? Okay, wild. Wild. Hat sich gelohnt und eine weiße Perle. Können Young machen jetzt. Ey, krass. Ja, nebenbei ein bisschen OC gemacht, Orkzahn-Missie abgegeben. Dann habe ich mein Pferd gelevelt. Und nebenbei, man sieht gleich, dass ich in dem Video was geschenkt bekomme. Und ich habe mir überlegt, da hier einige auf dem Server neu anfangen, also einige. Es gewittert bei uns. Was geht denn da draußen ab? Uff, was geht denn hier ab, Lul? Hauptsache, meine ganze Eingangstür ist nass. Der Wind, der ist nicht runtergeflogen, der ist zur Seite geflogen. Ja, man kennt normaler Regen. So, auf jeden Fall, da hier viele neu anfangen, dachte ich, wäre das vielleicht ganz cool. Ich hätte sonst selber gerne verkauft, um ein bisschen Ausrüstung fertig zu machen. Aber, nee, dachte ich, komm, hier fangen viele an. Ich habe nämlich ein Breitschwert plus 9 geschenkt bekommen und ein Vollmondschwert plus 9. Das ist jetzt eine kleine Sache, auch so Schokolade und so nebenbei. Vielen, vielen Dank nochmal dafür. Und ich habe mir gedacht, ich werde das und 3 Segensschriftrollen verlosen an Neuanfänger, weil das bringt schon ein bisschen was. Ich sag mal, das VMS etc., das ist ja schon ein bisschen was wert. Gerade das Breit, die ist eigentlich auch ein cooles Feeling, wenn man sowas hat. Deswegen werde ich das einfach verlosen, das Vollmondschwert, das Breitschwert und 3 Segensschriftrollen. Ist jetzt nicht viel, aber gerade wenn man neu anfängt, ist das eine total geile Hilfe, muss ich mal dazu sagen. Sagen wir, das VMS ist safe so 2-3 Wonnen wert. Breitschwert, keine Ahnung, und Segis, ne, wenn man die verkauft, dann kann man sich auch schon mal die Anfängerausrüstung easy plus 6 machen. Also auch ganz cool, ne? Ja, nebenbei Segen auf M3 gelesen, HDD, Entschuldigung. Ja, Pferd auf Stufe 8 gelevelt, so soll das sein. Und ja, hier hatte jemand noch ein paar Sachen runtergeschmissen. Ja, was ist denn hier los, ey? Wassernixentruhe, Dämonen-Andenken, das nehmen wir doch alles mit, das ist einiges wert, ne? Gut, und wir haben eine Gilde gegründet und wenn ihr euch den Gildennamen anschaut, wer hat in Latein aufgepasst, wer kann mir sagen, was das bedeutet? So, nächste Sache. Achso, hier auch nochmal vielen, vielen Dank an Kollegen hier für die Tapferkeit und Hänge. Und ja,
Ja, wir haben hier einfach zwei Mondsteine. Gibt, als würde das nicht direkt auf plus 9 klappen, lul. So. Dann appen wir das Ding doch mal kurz auf plus 9. Weiß ich nicht. Eigentlich ziehe ich da mal Dings drauf. Wie heißt das hier? Schmiede. Und ja. Also, wir schauen uns noch mal den AW-Damage an. Der hat mir zu wenig angegeben, ein Spaß. Oh shit. Oh shit. Erster Fail. Jetzt kommt der zweite. Ja, ich weiß nicht, ich habe das früher so erklärt, wegen Damage und so. Oh. Oh, schade. Sorry. Wegen Damage und so. Hab doch einfach aufgezogen. Der erste Try ist auf plus 9 direkt gegangen. Das war episch. So. Ah, oh, das ist mega mies. Sorry, mein Bester. Aber danke für den Versuch. Oh, ein Nessie-Ei. Kuss, danke. Öffnen wir doch direkt. So, bester Name natürlich, wieder Angelo. Und ich hoffe, es ist ein Pet Typ 9, Kappa. 24. Oh, guckt er diese Start-TP an, ey. Boah, diese Start-TP. Uff. Jetzt so Pet Typ 6 oder so. Obwohl, kommt das hin? Warte mal. Das kommt sogar. Neugierig, lul. Hä? Der ist so groß. Danke. Mich hat gerade jemand angeschrieben. Elixier des Mondes, ob ich den brauche, nehme ich doch mit. 100k Mana ist geil, muss ich mir keine Pots kaufen. Gut, verbrauchen wir schnell, ne? Aber ist besser als Pots hier zu kaufen, gerade am Anfang. Und wir probieren noch mal viel. Vielen Dank. Danke, Angelo. Gut, ich würde sagen, wir fangen mit dem Rasador an. Peter Panda. Können wir Peter Panda nennen? Okay. 11 Tage, 0,5. Ist ein kleiner Pet-Typ Tollpatschig. Okay. Dann kommt jetzt Brille. Brille, ein wunderschöner Name. 45 Tage. Ei, ui. Boah. Alter Vater. Der ist ja nice, ey. Uff. Und TP 1,5. Beherzt. Okay. Uff. Nice. Wie nennen wir ihn noch? Ibo. Ibo auch ein sehr schöner Name. Okay, schade. Nennen wir ihn Franz. Franz ist auch ein schöner Name. 16 Tage Schmutz-TP auf jeden Fall. Neugierig. Ich habe echt Pech bei den Pets, ne? Und was ist noch ein guter Name? Ja, ein Branko. Branko hört sich gut an. 42 Tage. Ja, ist auch ein Mini-Pet. Zwei. Oh, miese Zeiten. Ja, und hier nochmal das Vollmondschwert und die Ork-Szene. Ne? Genau, und die Ork-Szene verlosen wir auch noch, weil ich habe ja ein paar selber gefarmt. Wisst ihr was, wir machen das so, oder ich erkläre das gleich, wie gesagt, hier VMS und so haben wir bekommen, VMS Ork-Szene, und ich zeige euch gleich mal, was man Schönes gewinnen kann. Ne? Also, wie gesagt, für Neuanfänger vielleicht ganz cool, gerade wenn man ein bisschen Young machen möchte. Hier einmal das Breitschwert, muss ich sagen. Wirklich, dass es mir Erinnerungen wachrüttelt. Ein Breitschwert plus 9 war das Ding des Jahres früher, ne? Also, es war wirklich, wenn man ein Breitschwert hatte, es war anders wild. Ja, also, ich habe es echt gefeiert. Eine super Waffe. Und ja, das kann man einmal gewinnen. Dann einmal dieses VMS hier mit 34 DSS. Könnte man auch super verkaufen oder selber benutzen. Und dann als dritter Preis gibt es einmal drei Segis mit 10 Ork-Zähnen dazu. Ne? Ich würde sagen, um dran teilzunehmen, also jeder, der mitmacht, ne, kann aber auch bei der Ziehung nur einmal gezogen werden, also darf nur einen Preis bekommen. Wir machen das Ganze wieder über das Postfachsystem. Wer mitmachen möchte, schreibt einfach unter dieses Video irgendein kleines nettes Kommentar oder Kritik oder so, geht natürlich auch, und seinen Ingame-Namen. Bitte, bitte schreibt euren Ingame-Namen richtig. Bitte. Ich habe es in fast jedem Gewinnspiel, dass irgendjemand seinen Ingame-Namen falsch schreibt.
Und das macht dann echt keinen Spaß, ne? Weil dann kann man die Gewinne nicht zustellen und, und. Stehe ich einfach mal bei 1, krieg Selis geschenkt. What the fuck? Danke, Alter. Uff, 50 Selis. Gut, früher auch verschenkt, ne? Aber so, früher hat man da echt nicht so dran gedacht, einfach alles verschenkt, so, weil, ne, sind ja hier nur mal 3 KK, 4 KK, ne? Aber jetzt so, ne? Also ich muss auch sagen, ich habe echt wenig gecashed bis jetzt. Tatsache auf einen Verkäufer ein bisschen, also auf jedem Verkäufer ein Zehner. Und hier bin ich, glaube ich, bei 30 Euro, was eigentlich auch schon viel ist, nur für Doppeldrop und XP-Ring etc., ne, hatte ich mir ja geholt. Und Pet und ich habe mir einen Waffenskin gekauft, damit ich ein bisschen mehr TP hatte. Ne? Und jetzt noch eine Story. Leute, ich wurde gebannt auf meinem Main, ne? Also ich wurde, mein Vasu wurde gebannt. Ich habe den Support angeschrieben, Grüße gehen aber raus an den Support. Ich wurde gebannt. Moment. Story erzähle ich gleich. Hier will mir jemand auf meinen Saab Boni drauf machen. Der hat noch welche über. Ja, nehmen wir doch sehr gerne. Vielen Dank. Oh mein Gott, voll. Das ist richtig nice. Vielen, vielen, vielen Dank. Wirklich. Da können wir ein bisschen Yang machen. Das ist Ehre. Vielen Dank. Danke. So, jetzt stehen wir endlich mal. Wir werden hier gleich Vollmondschwerter noch appen. Ibo ist natürlich auch dabei. Aber ich weiß nicht, ob man ihn hört. auf jeden Fall wurde mein Account gebannt. So. Aber trotzdem gehen Grüße raus an Support, weil ich habe abends durchgelockt, weil ich ein bisschen Yang machen wollte. Ne? Hab so Zeug rüber gemacht auf mein Char, hab halt Chars durchgelockt. So. Auf einmal konnte ich nicht mehr einloggen. So. Ja, miese. Was macht man jetzt? Ne? Heißt Support um 22 Uhr war es oder so angeschrieben oder 10:30. Und die haben mir Tatsache 10 vor 6 oder 6 Uhr schon eine Mail geschrieben, morgens. Morgens um 6. Das tut uns leid, das ist wegen dem Bot-System und so weiter. Wir werden deinen Account da entsperren, aber bitte achte darauf, weil ich halt zu schnell Accounts eingeloggt habe, ne? Ich weiß gar nicht, wie das diese ganzen Gildenspender machen. Mit Segi. Auf jeden Fall, wie das diese ganzen Accountspender machen. Ne, verstehe ich nicht. Auf jeden Fall ist er wieder entbannt. Hoffe, ich habe noch nicht eingeloggt. Ich lasse das heute. So, also Leute, ich habe die Logik verstanden. Wir appen jetzt die Roteisenkling auf plus 7 beim normalen Schmied. So, erstes Fail. Zweites Fail. Okay. Drittes hat geklappt. Okay, cool. So. Und das hat auch noch geklappt. Haben wir ja noch. Ach, hier haben Vollmondschwert. So, das ist leider gefailt. Also wir haben ein Vollmondschwert plus 8, 3 Rex plus 8 und 3 Rex plus 7. Die gehen wir mal beim Waffenschmied erstmal ab und dann, also auf plus 8 probieren und dann probieren wir die Rex auf plus 9 und die Vollmondschwerter. Okay, Ivo, dein Tipp, was sagst du? 3 auf plus 7 auf plus 8. Ja. 1 oder 2? Ja gut, mehr Auswahl hast du jetzt auch nicht. Es würde noch. 1 ist gefailt schon mal. 1 ist gefailt. 2 sind gefailt. 3 sind gefailt. 3 sind gefailt. Gut, das ist es nicht gewesen. Aber wir appen jetzt noch mit Segis. So. Als wärst du was bis. Oh nein, das ist gefailt. Okay, kommt noch 1 auf plus 9. Ah, nein. Was habe ich heute so ein. Oh, 1 plus 9 schon mal, okay. 2 plus 9. 2 sind plus 9, 2 Rex. Das mit 24 DSS und Blutangriff, sehr wichtig. So, dann ab jetzt nochmal auf dem Waffenschmied auf plus 8. Es hat geklappt. Eigentlich müsste ich das jetzt auch nochmal raufballern. Nee, komm, wir lassen es. So, VMS. Ist gefailt, jetzt einmal durchballern und es gefailt. Okay, jetzt wieder plus 7. So, jetzt auf plus 8. Es hat geklappt, jetzt wieder eine Segi drauf. Es hat gefailt, jetzt wieder auf den Schmied und es hat nicht geklappt. Aber 2 Rex plus 9, da hast du einen ordentlichen Gewinn gemacht. Die anderen behalte ich, man sieht es. Ich habe gestern voll vergessen, die Aufnahme zu beenden. Jetzt habe ich eingeloggt, gesehen, ja. Easy. Egal.
Ich hatte gerade hier nochmal gesehen, ein Big Tasty Menü. Oh, Shop Imperium, bester Mann hier. Vielen, vielen Dank. Vielleicht kriegen wir Mondstein, das wäre nice. Buch der Wahrheit, so ein Ding da. Und eine blaue Perle, egal, nehmen wir mit. Vielen, vielen Dank. Gut, kommen wir nochmal schnell zum Gewinnspiel. Ich würde sagen, wie gesagt, es gibt einmal einen Breiti-Gewinn, ein Vollmondschwert und Segi plus 10 Orkzähne. Ganz einfach mitmachen, irgendwas schreiben, euren Spielernamen bitte richtig schreiben und dann lose ich das einfach die Tage aus und verschicke das per Postfach. Es kann jeder nur einen Gegenstand gewinnen, ne? Also insgesamt 3 Preise, aber man kann nur einmal gewinnen. Und ich würde sagen, das war's auch für heute. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich wahnsinnig über einen Daumen nach oben freuen, wenn nicht über einen Daumen nach unten. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer Adrian. Peace. Bis bald.